Stehen wir vor einem Crash oder kommt ganz im Gegensatz dazu vielleicht sogar eine Monster-Rallye auf uns zu? Für beide Extreme gibt es sehr gute Argumente und die will ich Ihnen in diesem Video mal kurz und möglichst prägnant zusammenfassen. Los geht's, schauen wir uns die Dinge mal im Einzelnen an. Zunächst mal haben wir ja einen ziemlichen Rückschlag, gerade beim Nasdaq, gerade also bei den Tech-Werten. Es ist über 10% nach unten gegangen. Ja, wir sind deutlich überverkauft und jetzt stellt Lance Roberts eben die Frage, also entweder jetzt sehen wir eine Rallye oder die ganze Geschichte wird wirklich ziemlich unschön, dann könnten wir in Anführungszeichen einen echten Crash erleben. Wir sehen, dass so etwas durchaus ja mal historisch passiert, etwa im Jahr 2020 zuletzt, als wir diesen Corona-Crash gesehen haben. Das ist also schon ein ziemlich signifikanter Rückschlag. Aber jetzt wollen wir uns mal dem heutigen Verfallstermin widmen. Der ist nach meiner Auffassung vor allem für das, was in dieser Woche passiert ist, maßgeblich verantwortlich. Warum? Weil die Market Maker praktisch hier sich abhatchen mussten, beziehungsweise Absicherungs-Abhatchungspositionen aufgelöst haben. Das ist vor allem gestern Abend passiert. Wenn Sie sich fragen, warum die Wall Street gestern so massiv nach unten gekommen ist, dann ist das viel Mechanik im Umfeld des Verfalls heute, denn da sind zum Beispiel Optionen auf den S&P 500 und wenn bestimmte Niveaus unterschritten ist, dann müssen sich die Market Maker absichern, müssen selber auf die Shortseite wechseln, über Puts, über Leerverkäufe des Futures und so kam dann plötzlich gestern eine Dynamik ins Spiel, die wirklich erstaunlich war, nachdem die Märkte ja sehr freundlich zunächst gestern eröffnet hatten, ging es dann deutlich nach unten. Aber das wird morgen, oder was heißt morgen, das wird ab Montag schon anders, dieses Absicherungsbedürfnis wird deutlich geringer. Sogenannte negative Gamma Overhang is fading, wie hier ein Kommentator formuliert. Das heißt, ein zentraler Belastungsfaktor würde dann schon mal deutlich geringer werden bis wegfallen ab Montag. Das spricht also eher für die bullische Seite. Aber wir haben in der nächsten Woche die Fed-Sitzung und das wird für viele bedeuten, die jetzt Angst haben, die Long-Only-Portfolios haben, die Vermögensverwalter sind, dort Aktien haben, die praktisch in einer Einbahnstraße sitzen, praktisch nur dann wirklich gewinnen, wenn die Märkte steigen. Da wird das Bedürfnis sein, sich über Puts etwa abzusichern, dass also, falls die Dinge wirklich ganz dumm laufen, man wenigstens mit den Puts den Schaden im eigenen Portfolio begrenzen kann. Also ab Montag Chance für die bullische Seite vor allem, aber dann auch wieder dieser Belastungsfaktor der Fed. Da wird es dann wiederum Absicherungsgeschäfte geben, die wiederum dann ja faktisch Verkäufe sind. Also das dürfte ein wilder Ritt bleiben bis mindestens Mittwoch, wenn die Fed tagt oder das Ergebnis bekannt gibt. Heute hat der S&P 500, der Leitindex, den 200-Tages-Durchschnitt erreicht. Das erste Mal auf Cash-Basis und zwar das erste Mal seit 409 Tagen besteht die Möglichkeit, dass der Leitindex S&P 500 unter diesen 200-Tages-Durchschnitt schließen würde und die Amerikaner achten extrem auf diese gleitenden Durchschnitte, vor allem den 200er-Tages-Durchschnitt. Und wir sehen aber, wir sind zunächst mal wieder nach oben gefadet, also wir haben dann diese Linie erstmal gehalten. Mal schauen, was die letzten Handelsstunden jetzt in dieser Woche noch bringen. So oder so, wir sehen jetzt den drittschlechtesten Start des Nasdaq bis zu einem 20. Januar. Also Stichtage gestern, wenn man so will, Daten vorliegend zwischen 1972 und 2022, also immerhin 50 Jahre, das ist schon eine gewisse Zeit. Also da ist schon durchaus was passiert. Also Schaden ist angerichtet, Porzellan ist zerschlagen, geht es jetzt bergauf, ist der Boden gefunden? Gucken wir uns mal die Bewertungen an, S&P Valuation. Da gibt es ja verschiedene Bewertungskategorien, etwa Price-Earnings-Ratio, also Kurs-Gewinn-Verhältnis. Dann gibt es praktisch das Verhältnis zwischen Marktkapitalisierung zu Umsatz eines Unternehmens. Und wir sehen, wir sind da sehr, sehr hoch bewertet in jeder Kategorie, die Sie hier sehen. So hoch bewertet wie seit der Dotcom-Blase, nicht mehr in praktisch allen Kategorien. Also das ist schon kein billiger Markt, der jetzt so auf der Kippe steht, sondern ein sehr, sehr teurer Markt. Und wie teuer? Das sehen wir hier auch nochmal etwa, was hier beim Nasdaq der Fall ist. Auch hier die Bewertungskriterien
massiv oben, da ist also durchaus Luft nach unten von der Bewertungsseite, völlig klar. Das gilt auch und vor allem für die sogenannten Non-Profitable Tech-Sektor, also für diese Unternehmen aus dem Tech-Sektor, die meine zweitbeste Freundin Cathy Wood sehr gerne im Depot hat, die als unprofitabel sind, eine ganz, ganz großartige Zukunft haben, nur leider derzeit kein Geld verdienen. Und wir sehen jetzt, da sind wir ja schon maßgeblich nach unten gekommen, aber wir sind immer noch weit über dem Niveau, was die Bewertung betrifft, nämlich Price-Sales-Ratio, also Marktkapitalisierung in Relation zum Umsatz der Unternehmen, das deutlich höher ist als alles, was vor dem Corona-Crash 2020 war. Wir sind also immer noch viel teurer als zu der Zeit, bevor die Notenbanken all-in gegangen sind. Und jetzt haben die Liquiditätsexzesse der Notenbanken ja zumindest seitens der Fed offenkundig ein Ende. Also wird praktisch dieser Stimulus, den die Fed in die Märkte gegeben hat, und gerade diese hochbewerteten, diese Hoffnungsaktien haben davon besonders profitiert. Die sind immer noch sehr, sehr teuer. Auch da also Fazit: Luft nach unten. Und wenn wir uns mal die Financial Assets, also wenn man so will, ja, die Aktien insgesamt anschaut in Relation zum amerikanischen BIP, dann sind wir nach einem kleinen Rücksetzer jetzt immer noch sehr luftig unterwegs. 6,3 beträgt das Verhältnis, also die Financial Assets sind 6,3 mal so viel wert, wie die Amerikaner in einem Jahr produzieren. Das ist immer noch sehr, sehr, sehr luftig. Von der Seite also auch noch wahnsinnig viel Potenzial nach unten, gar keine Frage. Aber jetzt wollen wir uns mal die aktuelle Situation anschauen. Nicht nur die Situation, dass jetzt der Verfall dann heute abgewickelt wird, am Montag dann ein neues Spiel beginnen kann, sondern wir sehen auch die Neigung vieler Player jetzt, sich abzusichern, entweder über Puts oder eben über Short-ETFs. Wir sehen, wie das massiv nach oben gegangen ist, das Volumen in diesen Short-ETFs. Inverse-ETFs werden die auch genannt. Also da ist viel Angst, wie die Amerikaner sagen, im Spiel. Und das ist generell ja eigentlich ein Kontraindikator, wo man sagen kann, normalerweise, wenn alle Angst haben, dann geht es nach oben. Und normalerweise, wenn alle euphorisch sind, dann ist eben auch ein gewisses Rückschlagpotenzial. Nicht nur der AAII Investor Sentiment Index, also praktisch die amerikanischen Privatinvestoren sind extrem bärisch, sondern auch die amerikanischen Börsenbriefe, die von Mr. Halbert erfasst werden, der für MarketWatch da immer wieder Berichte schreibt, sogenannte Halbert-Sentiment. Der schaut sich also die einzelnen Börsenbriefe an und guckt, wie ist da die Stimmung. Die Stimmung ist sogar schlechter als auf dem Boden, den wir erreicht hatten im März 2020 im Gefolge des Corona-Crashes. Also die Stimmung ist schon verdammt mies. Und das spricht dann vielleicht sogar im kurzen Zeitfenster eher dafür, dass da durchaus was Heftiges, was Steiles nach oben gehen kann. So eine Relief Rally vielleicht, weil die Fed eben sagt, ja, also ganz so dringend haben wir es nicht. Man wird sehen, aber das ist zumindest eine Hoffnungsstrohhalm für die Bullen, gar keine Frage. Auf der anderen Seite sehen wir, dass in diesen Jahren von Midterm Elections, also von diesen Perioden nach 2 Jahren, nachdem der Präsident gewählt wurde, dann gibt es ja diese sogenannten Midterm Elections. Normalerweise verliert dann die Partei des Präsidenten relativ deutlich, und wir sehen, dass die Märkte immer sehr, sehr nervös sind in diesen Midterm-Election-Jahren, das wir derzeit ja haben. Wir sehen Rückschläge, die ziemlich heftig sind, deutlich heftiger sind als durchschnittlich in anderen Jahren. Der durchschnittliche Drawdown, also Rücksetzer, beträgt 16%. Wir hatten etwa im Jahr 2018 20%, wir hatten im Jahr 2002 28%, also da ist durchaus immer, naja, eine gewisse Fragilität der Märkte erkennbar, eine Nervosität der Märkte erkennbar, und da ist einfach eine politische Unsicherheit da, die jetzt geopolitisch natürlich durch diese ganze Russland-Geschichte nochmal ein bisschen forciert wird. Und vielleicht ist dieser Value-Trade auch schon ein bisschen kurzfristig heiß gelaufen, wie diese Grafik zeigt. Da ist ja zuletzt alles in Value gegangen und alles hat versucht, raus aus Tech zu kommen. Da sind wir schon im kurzen Zeitfenster doch ein bisschen weit gelaufen. Warum sind wir so weit gelaufen? Weil jetzt eben die Stimmung an den Märkten sich verändert hat, nicht nur das Sentiment sich verändert hat, sondern auch die Geldströme sich verändert haben, und die verändern sich, weil, wie hier Michael Sarve zeigt, wir praktisch eine Korrelation haben zwischen billigem Geld und eben den Aktienmärkten.
Wir sehen hier etwa S&P Forward Price Earnings Ratio, also praktisch das zukünftig erwartbare Kurs-Gewinn-Verhältnis von Aktien und den sogenannten 30-jährigen Mortgage Lending Rates, also praktisch den Hypothekenzinssätzen, die hier invers in diesem Chart dargestellt sind. Das heißt, die Zinsen sind nach oben gegangen am Markt und das macht Druck auf die Bewertungen. Dadurch werden Bewertungen wieder wichtig. Die Bewertungen, wie ich gezeigt habe, sind extrem hoch. Also gehen die Bewertungen runter, indem die Aktien dann eben fallen. Das ist sozusagen das Spiel angesichts dieses monetären Klimawandels, den wir derzeit erleben. Wie könnte jetzt der Fahrplan sein? Wie könnte die ganze Geschichte weitergehen? Unten sehen wir zunächst mal, wie sich das Ganze saisonal verhält. Da haben wir eine schwierige erste Januarhälfte, dann seitwärts, dann noch Februar auch seitwärts und dann einen Bums nach oben, oft einhergehend dann mit der Berichtssaison, bevor es dann wieder sehr schwierig wird bis Ende September und Anfang Oktober, bums, knallt die ganze Geschichte massiv nach oben, wird es dieses Jahr auch so. Hier hat ein sehr intelligenter Trader Folgendes gesagt, also die Party dürfte sehr rasch zu ihrem Ende kommen, denn die Fed will die Inflation bekämpfen, ohne eine Rezession auszulösen. Wie kann sie das erreichen? Nun ja, die Aktien müssen fallen, sie dürfen nicht komplett crashen, aber zumindest so weit fallen, bis die Inflationserwartungen wieder deutlich nach unten gekommen sind. Denn wir erinnern uns, Inflationserwartungen schaffen Fakten, das sind self-fulfilling prophecies. Wenn die Leute Inflation erwarten, dann ist die Inflation auch wirklich wahrscheinlich, weil alle eben sagen, jetzt kaufe ich lieber jetzt gleich als später, weil später wird es teurer. Wenn die Inflationserwartungen sinken, dann ist dieses preistreibende Element weg. Und jetzt schauen wir uns mal an, was bisher mit den Inflationserwartungen passiert ist. Hier die längerfristigen Inflationserwartungen, die sogenannten 5-Year Forward Break-Even Rates. Und hier sehen wir, die sind massiv runtergekommen in den letzten Tagen. Also hat die Fed im Prinzip schon ein großes Ziel erreicht. Bring mir die Inflationserwartungen nach unten. Biden hat ja Paul beauftragt, bring mir die Inflation nach unten. Und Paul, vielleicht hat er den Schluss gezogen, ja, dann muss ich die Inflationserwartungen nach unten bringen, wenn ich dann die Inflation nach unten bringen will. Und dann muss ich eben erstmal, naja, irgendwie einkalkulieren, dass die Aktienmärkte fallen. Zu tief dürfen sie nicht fallen, damit keine Rezession ausgelöst wird. Und das könnte im Prinzip das Spielbuch sein, das Textbuch für dieses Jahr. Vorhin hatte ich diese Grafik ja gezeigt. Dann sagt dieser Trader weiter, ja, wir werden dann extrem viel Volatilität sehen. Dann geht die Inflationserwartung runter, dann geht die Inflation runter. Also die Erwartung schafft dann praktisch Fakten und dann sagt die Fed, ja siehst du, wir haben unser Ziel erreicht und das alles wird dann sozusagen vor den Midterm Elections, die im November sind, erreicht, sodass das Feld dann für die Monster Rally bestellt ist. Es könnte in diesem Jahr so kommen. Noch ein kurzer Hinweis, bevor ich Sie ins wohlverdiente Wochenende entlasse, auf die EZB. Hier hat Lagarde zwar heute gesagt, also wir sehen nirgendwo eine Art Inflationsspirale, aber wir werden uns alle Instrumente anschauen, wenn hier diese Asset Purchases vorbei sind, also praktisch das QE der Fed vorbei ist und der EZB vorbei ist. Und man muss auch offen sein für den Inflationsausblick. Also hier sehen wir erstens das erste Mal eine Andeutung, dass Lagarde keine Zinsanhebung mehr ausschließt. Und zwar, vorher hat sie ja immer gesagt, also 2022 sehr unwahrscheinlich. Das ist jetzt explizit gar nicht mehr so unwahrscheinlich nach dieser Aussage. Und sie sagt auch, wir sind offen in Sachen Inflationsausblick. Das ist ja auch eine Infragestellung dessen, was sie vorher immer gesagt hat, die Inflation wird sicher fallen. Also wir sehen, die EZB ist schon am Kippen und damit ist natürlich jetzt eine Stimmung vorhanden, die schon sehr extrem ist. Die Hawkishness der Investoren ist sehr, sehr ausgeprägt. Jamie Dimon erwartet 6-7 Zinsanhebungen, die wird es sehr wahrscheinlich nicht geben. Also man übertreibt jetzt auf der anderen Seite, nachdem man vorher auf der einen Seite lange untertrieben hat. Das scheint das Spiel zu sein. Und abschließend, meine Damen und Herren, noch ein Hinweis auf meinen viertbesten Freund, das ist Marcello Vraccherino, der ja immer gesagt hat, also Inflation ist kein Problem und diese bösen Panikmacher, ja, die da
wir von Inflation und so weiter, das ist dann der Panikmacher, gell? Also die dürft ihr nicht ernst nehmen. Und dann hat er gesagt, ja, also hohe Energiepreise ist doch gut, gell? Weil das ist gut für den Klimawandel, wenn die fossilen Energieträger sehr teuer sind, das ist doch spitzenmäßig. Und jetzt plötzlich sagt der Marcello, wir müssen jetzt unbedingt den Leuten helfen, wir müssen denen sofort Geld aufs Konto überweisen, so eine Art Helikoptergeld zur Bewältigung dieser massiv gestiegenen Energiekosten, die er vorher eigentlich ganz super fand. Und da habe ich mir erlaubt, einen kleinen Artikel zu schreiben, wo ich ja mal anhand eines Interviews von Marcello Fraccia zeige, wie opportunistisch dieser junge Mann ist, der es ja leider nicht geschafft hat, Bundesbankpräsident zu werden. Das werde ich Ihnen unter dem Video verlinken und wünsche jetzt ein wunderschönes Wochenende. Ich bin gespannt, wie es am Montag weitergeht. Es bleibt turbulent. So viel scheint klar auch in der nächsten Woche. Servus und ciao.